hier als Podcast die Analyse des ersten Tages. Man sollte es sich angewöhnen, jeden Tag nach seiner Post zu sehen, um keine Überraschungen zu erleben. Wenn Kurzarbeit droht oder man schon in Kurzarbeit ist, sollte man nicht abwarten, sondern handeln, sich einen Zweitjob suchen, Sachen verkaufen, die man zu Hause nicht mehr braucht. Irgendwo noch ein zweites oder drittes oder viertes Einkommen zu erzielen, ist nicht schlecht. Zudem sollte man regelmäßig prüfen, ob Ausgaben reduziert werden können, ob eine Versicherung wirklich nötig ist oder sie man lieber zurückkaufen kann. Zurzeit gibt es auf Lebensversicherungen und Kapitalversicherungen kaum Zinsen. Am besten, man hat keinen laufenden Kredit. Das ist aber oft der Fall. Was sollte man dann tun? Man sollte auf jeden Fall seinen Kredit bedienen können und lieber woanders sparen. Zum Thema Zwangsmaßnahmen, wie hier die Impfung. Zieht es, solange es geht, diese hinaus. Werdet krank, dann kann man euch nicht impfen. Versucht immer noch irgendwie es zu schaffen, das Ganze in die Länge zu ziehen, sodass möglicherweise durch Todesfälle diese Impfung ausgesetzt wird. Besprecht euch im Vorfeld in der Familie über das Vorgehen. Was jetzt kommt, hört sich schlimm an. Wenn man wirklich einen Sterbefall in einer Krise zu beklagen hat, sollte man sich dadurch auf keinen Fall höher verschulden. So eine Beerdigung kann schnell mehrere tausend Euro verschlingen. Aber es gibt günstigere Alternativen, da müsst ihr euch selbst erkundigen. Schlimmer ist es, die psychologische Belastung zu überstehen. Ein Todesfall in der Familie geht nie an einem spurlos vorbei. Macht keine neuen Schulden, auch nicht in Pfandhäusern. Wenn ihr nichts mehr dazu verdient, nicht genug dazu verdient, könnt ihr nach der Frist die Sache nicht mehr auslösen. Natürlich könnt ihr Dinge, die ihr nicht mehr benötigt, in der Pfandleihe versetzen und dann eben nicht mehr einlösen, aber ganz bewusst. Den drohenden Jobverlust sollte man auch hinauszögern, solange es geht. Nehmt euch Stunden von eurem Gleitzeitkonto, Resturlaubstage, geht zum Arzt und lasst euch krank schreiben. Das geht, wenn man weiß wie, einige Wochen lang. Auf die Art bleibt euch euer Einkommen für eine gewisse Zeit erhalten. Stimmt nicht vorschnell Arbeitsplatzänderungen oder Vertragsänderungen zu. Unterschreibt nichts. Wer erst kurz vor dem Super-GAU anfängt, sein Besitztum zu sichern, der hat einen großen Fehler gemacht. Sprecht euch im Vorfeld mit Freunden ab, ob sie Sachen von euch einlagern können. Lagert dort neben Vorräten, Kleidung, Hygieneartikeln, Werkzeug, auch Kopien von wichtigen Unterlagen ein. Je nach Möglichkeit des zur Verfügung stehenden Platzes vielleicht noch den einen oder anderen nützlichen Gegenstand. Wenn man nicht vor der Krise schon Kontakte geknüpft hat und Gleichgesinnte gefunden hat, sollte man das jetzt so schnell wie möglich nachholen. Die Fahrbereitschaft eines Kfz sollte immer erhalten sein. Dazu gehört es auch, sich den einen oder anderen Treibstoffkanister einzulagern. Man sollte sich im Vorfeld schon eine Liste anlegen, was man mitnehmen will, und das Auto entsprechend vorbereiten. Auch nach jeder Kurzstreckenfahrt, sobald euer Tank ein wenig leer ist, tankt nach. Nehmt euch Sicherungen und Lampen auf Lager, sodass ihr diese selbst austauschen könnt. Das erspart euch, aufgehalten zu werden. Zum Punkt Medikamente. Wenn ihr Dauermedikamente nehmen müsst, so versucht euch mehr anzuschaffen. Entweder auf Privatrezept oder wie auch immer. Jetzt in der Corona-Krise zum Beispiel sind etliche Medikamente längere Zeit nicht verfügbar gewesen. Wenn es geht, lasst euch eine höhere Dosis, doppelt so hoch zum Beispiel, verschreiben und teilt dann die Tabletten. Damit habt ihr mehr Tage, die ihr euch über Wasser halten könnt. Die Kommentarfunktion ist in diesem Beitrag deaktiviert. Wenn ihr kommentieren wollt, dann in der dazugehörigen Video.